kommt der Bucki vom Weitschaftschub. Da muss man mal vorher die Bucki. Und noch länger kommt, muss ich noch näher richten. Du musst jetzt die Mama aufnehmen. Kai, nein, komm mal. Menschenskinde, ich hab doch gesagt, ruf vorher damit ich sagen kann, ob Luft rein ist. Hast bloß ein Glück, dass mein Alter gerade da ist. Der ist zur Öffnung gekommen. Was? Bei uns neu, da ist der Wetter. Ich komm ja grad von da rein. Ja, sag mir einmal, wo trabert denn das Mannsbild rum? Stell dir mal vor, jetzt passt der Sempel. 3 Stunden vor der Beerdigung nimm mit den zwei schwarzen Hosen rein. Typisch Mannsbild. Ja. Immer auf der letzten Trigger. Du, Gucki, hat mir ein paar schwarze Sachen rausgezogen. Kannst ja mal gucken, ob der eben spart. Glaubst du das? Ich hab heute Morgen gedacht, wo ich mein schwarzer Rock aufrufe. Ich sehe recht. 5 cm Stoff am Bund fehlt. Ich weiß gar nicht, wo der Stoff herkommt. Du hast aber auch in letzter Zeit ein bisschen den Schuh genommen, gell? Vor allem um den Bauch rum. Ich? Und zugleich? Ja. Nie und nimmer. Ich hab schon 10 Jahre das gleiche Gewicht, gell? Du brauchst auch nicht mal so schreien. Dünner bist du auch geworden. Also, bitteschön, gell? Ich kann ja meine schwarze Sache wieder mitnehmen, dann kannst du den Hauber in der Küche zu uns beerdigen. Dann hat gleich wenig ins Dach zum Lachen. Komm, so war doch das jetzt mal. Du hast doch eine super tolle Figur. Ja, meine. Aber was anders? Ihr hängt doch jetzt den dunkelnagel neuen schwarzen Mercedes. Ja. Und der steht da draußen auf der Straße. Na ja, der macht nämlich verraten. Weil, stell dir da mal vor, tja, der Eberhard hat zwar dir ganz Garage ausgemessen, aber irgendwie muss der Dussel sich vom Messer hauen. Und jetzt passt er nicht mehr rein. Also der Mercedes und nicht der Eberhard. Na sauber. Ja, da wird er noch eben die Beerdigungsleute vorbeilaufen. Schere den Kratzer in der Lack reingehören. Wieso Kratzer in Lack? Ja, weil doch die Leute alle so Grabstreisler dabei haben mit Rosen. Ja. Und wenn die Tore mit alle wegmachen, laufen die an dem Auto vorbei und streuen. Und der ganze Seite ist wohl mit lauter Kratzer. Ja. Voll Spaß. Stell ihn doch bei mir in der Hof rein. Hat er auch noch Platz gemacht. Du? Das ist erst mal eine gute Idee. Da wäre ich ja gar nie nicht drauf gekommen. Gut, dass du ein Joy bist, denkst du. Es ist ein Wunder, dass ich heute überhaupt nur denken kann. So. Beerdigung. Leicherschmaus. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst mal sein soll. Ja, warum machen wir denn dann den Leicherschmaus Auto ruhig? Wär's halt in die Wirtschaft gegangen, dann hätte es nicht so viel Arbeit. Weil der Onkel Haumann sich auf dem Sterben gewünscht hat, dass man den Leicherschmaus bei uns da macht. Ja, wieso denn das? Ja, wenn ihr das wisst, er hat gesagt, er will eine familiäre Atmosphäre für seinen letzten Auftritt. Was? Sein letzter Auftritt? Ja. Ja, aber der wird doch heute beerdigt. Da kann er doch keinen letzten Auftritt mehr haben. Das überlege ich auch schon die ganze Zeit. Aber ich komme nicht drauf, was der gemeint hat. Ja, was sei dann Klaus Spiel oder so? Nix wie immer. Der schweigt und schweigt und schwätzt bloß allernädigste. Ach du, stell dir mal vor, wir hocken alle dahinter beim Leicherschmaus. Und plötzlich, Gott, die Tier aus und der Onkel Oh, ja, die ist viel gut. Soll ich den Mann, ich hau
halt so lange fliert. Also oberum, da passt der doch noch weg. Ja, ja. Ja, und unterum, ja du mit schwarzen Socken, passt sie unterum auch noch weg, wenn ich mal so sage. Gell? Wieso? Weg jetzt dir mit schwarzen Socken länger. Aber da sieht man den Übergang von der Hose zu den Socken nicht mehr so. Ja, und somit wirkt sie automatisch länger, gell? Ist doch mir wurscht, was du einziehst. Ich habe jetzt andere Sorgen als deine alte Socken. Ich denke, die passen. Auf jeden Fall war es nur besser, wie irgendwo im Schlafzimmer zu sein. Also bei euch ganz zu im Dauberschlag. Mein Gott, Elfriede! Aus Rückseite schickst du den Anruf, um Diplome zu holen. Jetzt muss ich selber noch kommen zu bringen. Um Gottes Willen, Diplome. An die haben ja gar nicht mit den. Stell sie mal bei einer Nase. Was ich weiß gar nicht, wo ich sie schreiben soll. Guck mal, rosa, rote Nelken, die stell dir. Und Kramstreis, die hat bereits in der Halle gebracht, gell? Rosa, rote Nelken! In die Kramstreis! Also, das sieht auch das aus. Rosa, rote Nelken. Ja, was sagen denn dort Leute zu? Das haben wir noch nie gehört. In den Grabstreis sind rote Rosen. Ach so, rote.